Hallo und herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video. Und in diesem Video möchte ich mal über die Sony WH-1000XM3 sprechen, denn ja, schwieriger Name. Und sie mit den neuen und ja, verbesserten EOS Arc vergleichen. Denn ja, unter meinem letzten Video zu den EOS Arc war halt ja rege Kommunikation, also da ging es ordentlich zur Sache und viele haben nachgefragt, wie ich die denn in anderen Punkten noch so finde. Und ich habe jetzt auch die neue, ja, ich sag mal, verbesserte Variante. Und ja, wir gucken jetzt einfach mal, wie sich die neue verbesserte Variante gegen ja so einen ja, Bestseller, sage ich mal, aus den letzten 2 Jahren im Bereich Wireless und Noise Cancelling Kopfhörer so ja, schlägt. Kommen wir zuerst einmal zu den EOS Arc, denn zu denen habe ich auch schon ein Video gemacht, das könnt ihr euch gerne hier oben angucken. Und ja, ich sag mal, zum Design und Verarbeitung oder dem Sound hat sich eigentlich nichts verändert. Was sich hauptsächlich geändert hat, ist einmal diese Cushions, was ich ja schon in meinem Video erwähnt habe. Die sind jetzt deutlich dicker und auch nochmal weicher geworden. Und ich sag mal, der Komfort ist besser geworden, aber ist leider auch immer noch nicht auf einem Level, wo man sagen kann, der ist besonders gut oder hervorzuheben. Ich sag mal, der Komfort ist jetzt durchschnittlich, aber man hätte auch noch mehr machen können. Die Cushions, wie schon gesagt, sind deutlich dicker geworden und dadurch hat das Ohr nicht mehr so viel Kontakt zu der Innenwand. Und die Innenwand ist meiner Meinung nach auch noch mal ein bisschen gepolsterter, also das Polster darin ist etwas dicker geworden. Aber trotzdem hat man nach 1 bis 2 Stunden Tragen, zumindest so mit meinem Ohr, hat man dann schon ja, so ein leichtes Drücken beziehungsweise so ein leichtes Scheuern, sage ich mal, von der Innenseite. Und ich sag mal, für die meisten ist der Komfort vollkommen ausreichend und man hat eigentlich kein Problem, sie 1 bis 2 Stunden zu tragen. Aber danach merkt man auf jeden Fall, dass man sie trägt und dann möchte man sie schon irgendwie ganz gerne absetzen. Ist auf jeden Fall weiterhin ein Kritikpunkt, würde ich sagen. Besonders, wenn wir sie gleich mal mit den Sonys vergleichen. Aber ich sag mal, immerhin haben sie es verbessert und haben auf die Community gehört. Ja, vielleicht kommen sie ja nochmal mit einer zweiten Variante oder dann so gesehen einer dritten Variante. Ansonsten, wie schon gesagt, das Design ist gleich geblieben. Auch der Bügel, den merkt man zum Beispiel gar nicht auf dem Kopf. Und das Gewicht ist auch echt leicht, also man spürt nicht wirklich, dass man sie dann wirklich auf dem Kopf hat. Halt nur an den Ohren, wie schon erzählt. Und ja, an sich ist sonst alles gleich geblieben. Man hat weiterhin USB-C, weiterhin 3,5 mm Klinke, die 3 Buttons auf der rechten Seite und den Noise-Canceling-Schalter. Weiterhin auch super verarbeitet. Also ich sag mal, an der generellen Qualität hat sich nichts geändert. Und kleiner Spoiler, meiner Meinung nach sind sie auch irgendwie vom Design und Verarbeitung besser als die Sony, aber gut, das ist Geschmackssache. Mit der zweiten Version haben sie aber tatsächlich nicht nur die Cushions geändert, sondern auch ein bisschen, ja, ich sag mal, Bugfixing betrieben. Denn ich hatte ja schon in meinem Video erwähnt, dass wenn man zwischen Noise Cancelling an und aus umschaltet, dass dann der Lautstärkepegel extrem unterschiedlich ist. Das ist nicht mehr der Fall. Man hat jetzt auch ein, ich sag mal, nutzbares Noise Cancelling Off Erlebnis. Und die Lautstärke ist gleich gepegelt, ob man es jetzt ein- oder ausgeschaltet hat. Zudem haben sie behoben, dass man über den 3,5 mm Klinkeanschluss, also wenn die Kopfhörer per Kabel verbunden sind mit irgendeinem Gerät, kann man jetzt Noise Cancelling auch anschalten. Das ging vorher nicht, hatte ich glaube ich auch in meinem Video erwähnt. Funktioniert jetzt auf jeden Fall, hatte auch jemand in den Kommentaren geschrieben und gefragt, ob das denn geht oder ob das normal ist. Mit der neuen Variante ist es auf jeden Fall normal, dass man die Kopfhörer per 3,5 mm Klinke dann auch im Noise-Canceling-Betrieb haben kann. Dann kommen wir mal zu den Sony WH-1000 XM3. Ich sage jetzt nur noch XM3.
Die, seht ihr schon, haben ein ganz cooles Feature und sind auch generell einfach komplett anders gebaut. Denn man kann sie so zum Beispiel zusammenklappen und ganz einfach transportieren mit dem mitgelieferten Transporttäschchen. Oder es ist eher so eine Hardcase. Ist auf jeden Fall ganz cool, was ich ja schon in meinem ersten Video zu den EOS meinte. Bisschen schade, dass sie das Feature nicht haben. Aber dafür sind sie hier, die hier halt anders gebaut. Sie sind halt komplett aus Plastik, wenn auch hochwertigem Plastik. Aber ich befürworte da halt eher dieses Metall und auch das Design gefällt mir von den EOS Arc halt einfach. Aber wie auch gesagt, es ist halt Geschmackssache. Also wenn ihr die hier lieber mögt vom Design her, es ist euer Ding. Und man kann die halt auch so anklappen. Bedeutet, wenn man sie um den Hals legt, kann man die halt auch so in so einem Modus benutzen und muss sie nicht unbedingt auf den Ohren haben, um dann auch was zu hören, zum Beispiel. Zudem sind sie halt einfach ein bisschen anders. Man hat hier oben ein deutlich dickeres Polster, was auch deutlich härter ist. Ja, tut dem Komfort jetzt aber auch keinen Abbruch. Also die beiden fühlt man jetzt nicht so wirklich auf dem Kopf. Was ich aber hier deutlich besser finde, ist generell einfach so den Ohrausschnitt. Denn in diesem Fall hat man zwar nicht so dicke Cushions und die sind ja genauso weich, aber sie sind halt einfach nicht so dick und groß. Dennoch hat man hier einen besseren Komfort, dadurch, dass man einfach mit dem Ohr deutlich tiefer in diese Ohrmuschel rein kann. Das heißt, das Ohr kommt nie an die Wand, außer man hat extrem große Ohren. Und ja, man merkt sie halt einfach deutlich später erst auf dem Kopf als die EOS Arc. Zudem würde ich sagen, sind sie ein kleines Stückchen leichter als die EOS Arc, aber ich sag mal, das ist jetzt nicht so unbedingt so merkbar. Ist halt hauptsächlich so, dass man sie deutlich besser ja, verbiegen kann und deutlich besser halt einfach irgendwie mitnehmen kann. Ja, ist schon ein Vorteil. Ja, ich finde einfach so, dieses Plastik ist jetzt für einen Kopfhörer, der halt schon das Doppelte fast kostet, ein bisschen schade, dass man da nicht irgendwie ein bisschen Metall oder sowas verbaut hat. Genauso wie diese Einstellung, die fühlt sich jetzt einfach nicht so stabil an. Ich sag mal, sie ist stabiler als bei den EOS Arc. Also da hat man ja gar keine Stufeneinstellung, sondern da schieben sie einfach nur über das Metall rüber und verstellen sich dadurch auch häufig. Hier hat man einzelne Stufen, aber die sind halt nicht besonders prägnant. Also ich habe das Gefühl, dass die ja vielleicht nicht so lange halten werden. Aber gut, ich glaube, da kann man sich dann irgendwo mal einen Langzeitreview angucken und da mal sehen, ob das der Fall geworden ist, ob diese Stufen weiterhin noch da sind oder ob die schon abgeschürft sind, sage ich mal. Außerdem unterschiedlich bei den XM3 ist die Bedienung generell. Also wir haben hier halt auch USB-C und 3,5 mm Klinke. Finde ich sehr gut, dass auch Sony hier einen 3,5 mm Klinke hat, falls der Akku mal leer ist oder falls man einfach ein bisschen besseren Sound haben möchte oder so. Und halt auch USB-C, weil USB-C ist toll. Aber generell die Bedienung ist halt anders. Wir haben zwar auch zwei Buttons, einmal für An-Aus und für das Noise Cancelling auch wieder, beziehungsweise für einen, ja, so einen Pass-Through-Modus, wo man dann halt einfach Geräusche nochmal deutlich besser hört von außen. Haben wir hier aber noch so ein Touchpad, was man halt einfach benutzen kann für hoch und runter, Lautstärke regeln und vorn und hinten zum Beispiel den Track wechseln. Man kann auch seine Hand auf die Muschel halten, dann wird das Noise Cancelling ausgeschaltet und dieser Pass Through-Modus angeschaltet und die Musik wird ein bisschen leiser. Bedeutet, falls man irgendwie in der Bahn sitzt und der Schaffner kommt oder so, dann kann man halt einfach die Hand drauf halten und man hört die Durchsage oder den Schaffner oder was auch immer. Ist auf jeden Fall ein ganz cooles Feature und generell muss man sagen, für sein Geld bekommt man hier mehr Features. Man kann das Noise Cancelling mit einer zugehörigen App einstellen, also man kann die Stärke einstellen. Man kann auch einstellen, ob man jetzt mehr Geräusche hören, ja, dämpfen möchte oder ob man dann Stimmen trotzdem noch hören möchte. Also man hat da verschiedene Modi. Man hat auch einen Equalizer und ja, man hat halt generell einen Umfang von der App, den die EOS Arc gar nicht haben. Und ich sag mal, da bekommt man schon viele Einstellmöglichkeiten, die die EOS Arc halt einfach nicht haben. Vergleichen wir die beiden jetzt nochmal ein bisschen mehr. Und was ich bei den EOS Arc ja schon gesagt habe in meinem ersten Video, dass es praktisch ist, dass man den 3,5 mm Klink hat, einfach um nochmal bessere Audioqualität zu haben und man sie halt auch benutzen kann, wenn der Akku leer ist und es ja jetzt auch mit Noise Cancelling sogar funktioniert. Finde ich hier echt praktisch und das ist auch immer noch der Fall.
Was bei den Sony aber tatsächlich ein bisschen komisch ist, ist, man kann sie zwar auch über 3,5 mm Klinke anstecken, aber das funktioniert halt einfach nicht so gut, wenn die Kopfhörer aus sind. Also man hat einen deutlich schlechteren Sound, wenn die Kopfhörer aus sind und über 3,5 mm Klinke angeschlossen sind. Wenn man sie dann aber anschaltet, was dann halt Akku verbraucht, kann man sie halt auch weiterhin per Kabel benutzen. Jedoch ist dann der Sound richtig gut, also so wie man ihn halt kennt, auch per Wireless. Ist ein bisschen komisch, vielleicht irgendwie ein Bug oder so gewollt von Sony, weiß man nicht genau. Aber es ist halt auf jeden Fall im Hinterkopf zu behalten, dass man sie zwar benutzen kann ohne Akku per Kabel, aber dass dann der Sound halt wahrscheinlich deutlich schlechter ist. Aber ich dachte mir für dieses Video, müsst ihr nicht nur auf meine Meinung hören, wie ich den Sound so finde, denn das ist ja eine sehr subjektive Sache, sondern wir setzen diese Kopfhörer jetzt einfach mal ein paar Leuten auf und gucken, was die so zu dem Sound sagen und welche Kopfhörer sie besser finden und was sie daran so zu kritisieren haben. Also. Eben durfte ich mehr hören. An sich, bei denen, da hat man irgendwie so ein bisschen mehr Klarheit im Ton. Also das hört sich irgendwie ein bisschen klarer an, fand ich. Aber die anderen, die Sony, die haben halt irgendwie ein bisschen mehr Bass und irgendwie hört sich das ein bisschen kräftiger an, finde ich. Ja gut, vom Sound her sind die eigentlich beide ziemlich ähnlich so. Mhm. Finde ich eigentlich krass, weil die kosten ja 130 oder? Mittlerweile nur noch 90. 190? 90. 90? 90. Nicht schlecht. Ja. Nee, aber ich finde, also ich sag mal, wenn man jetzt nicht so den krassen Noise Cancelling haben möchte, da sind die eigentlich schon ziemlich gut so. Ja. Also ich habe die jetzt noch nicht lange benutzt, also ich weiß nicht, wie das jetzt so auf den Ohren oder so ist. Aber ja. Okay, danke. Also die zweiten waren vom Sitz etwas besser, drückten aber mehr vor dem Ohr hier. Mhm. Und die waren unangenehmer vom Ton. Zu hell. Zu hell. Der Ton an sich. Bei den anderen war das alles ein bisschen mehr gedämpfter und die Bässe waren besser. Bei den ersten. Okay. Und die zweiten waren jetzt zu spitz. Ja. Kann man so sagen. Okay. Würdest du beide kaufen? Ich würde die ersten kaufen. Und wenn du jetzt weißt, dass die ersten 230 kosten und die zweiten 90? Dann würde ich die zweiten kaufen, weil das ist den Preisunterschied nicht wert. Okay. Und das Noise Cancelling, also ich habe dich ja eben mehrmals angesprochen, hast du bei dem zweiten auch nicht gehört? Mhm. Okay. Dann danke. Jo, bitte. Die ersten fandst du... bequemer. Okay. Waren bequemer an den Ohren und so, am Kopf. Und die zweiten waren vom Klang besser, weil die Töne höher waren. Also bei dem ersten. Die Höhen waren klarer. Genau, da, richtig. Okay. Und beim ersten. Und vom Bass her? Ja, da könnten die ersten etwas besser gewesen sein. Okay. Aber wenn ich mich entscheiden sollte, würde ich mich für die zweiten entscheiden. Okay. Und wenn du jetzt wüsstest, dass die zweiten 230 Euro ungefähr kosten, mhm, und die ersten 90? Hm. Dann kommt es darauf an, wie oft ich die nutze. Wenn ich die jetzt tagtäglich nutzen würde, dann würde ich auch 230 Euro dafür bezahlen. Okay. Wenn ich die aber nur gelegentlich mal, dann würde ich die günstigeren nehmen. Also, jetzt habt ihr mal ein paar verschiedene Meinungen gehört, wie die beiden sich so anhören. Und ich war tatsächlich ein bisschen überrascht. Also die Meinungen gingen ja schon irgendwie ein bisschen auseinander. So mal waren die Bässen bei den Sony besser. Und mal waren die Höhen bei den Sony besser und andersherum bei den EOS Arc. Fand ich schon beeindruckend. Aber man hat auf jeden Fall rausgehört, dass die Sony
schon leicht besser sind oder besser ankommen generell. Und ich sag mal, das würde ich auch unterschreiben, aber man muss auch sagen, dass die beiden sich meiner Meinung nach nicht wirklich viel tun. Also man hat ja auch jetzt gehört, die Meinungen waren sehr unterschiedlich und ich glaube, dass einfach so der Otto-Normalhörer jetzt nicht so wirklich den Unterschied zwischen den beiden hört. Und ich würde halt sagen, für einen Preis von 90 zu 220 oder 230 so um den Dreh, ist das schon ziemlich beeindruckend. Was man dann aber auch wiederum sagen muss, was die Hörer jetzt alle nicht wussten, ist, dass bei Sony der, ja, ich sag mal, der Umfang an Funktionen deutlich größer ist. Mit der Touchfläche, man hat ein vernünftiges Hardcase, man kann sie besser transportieren, man hat eine vernünftige App mit Equalizer und Einstellungen für Noise Cancelling und all sowas. Und da muss man sagen, da zahlt sich der Preis von Sony dann schon ein bisschen aus. Dennoch würde ich sagen, wenn man jetzt ein knappes Budget hat, liegt man bei den EOS Arc gar nicht mal so falsch, obwohl sie deutlich günstiger sind. Und wenn einem das Design gefällt, hat man von der Klangqualität jetzt nicht einen großen Unterschied zwischen den beiden. Kommen wir dann mal zu meiner Meinung und ich bin da jetzt halt schon ein bisschen beeinflusst und kann das jetzt nicht komplett objektiv beantworten, die Frage, wie ich die beiden so finde. Ich muss sagen, ich konnte die Sony jetzt nicht besonders viel testen, da es einfach nicht mein Gerät ist. Aber auch Soundqualität sehr gut bei beiden. Ich muss sagen, die EOS gefallen mir nicht unbedingt besser, sondern mir gefällt, dass die hier klarere und detailliertere Höhen und Mitten haben, wo die Sony einfach ein bisschen mehr Bass zeigen und mir der Klang bei den Sony minimal dumpfer vorkommt. Aber wie gesagt, die beiden geben sich da jetzt nicht wirklich viel. Und ich sag mal, wer jetzt mehr bassintensive Musik hört und jetzt nicht unbedingt so auf die Details aus ist, der ist bei den Sony wahrscheinlich ein bisschen richtiger. Und bei den EOS dann eher, wenn man einfach ein klares Gesamtpaket haben möchte, sage ich mal. Aber wie gesagt, das ist meine Meinung und ihr habt ja die anderen Meinungen alle gehört. Ende. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr konntet mit den Informationen, die ich euch jetzt hier gegeben habe oder die anderen Personen, konnten euch so ein bisschen weiterhelfen, was für euch das Bessere ist und wieso die Unterschiede ein bisschen sind. Und ich hoffe, ich konnte auch ein paar Fragen bezüglich der EOS Arc nochmal klären, die in meinem anderen Video aufgekommen sind. Dennoch, falls ihr irgendwelche Fragen weiterhin habt, könnt ihr sie immer noch gerne in die Kommentare schreiben. Und ich würde mich über einen Daumen oder ein Abo freuen. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns in einem nächsten Video nochmal und bis denn. Ciao. Das macht doch keinen Spaß. Doch, das macht Spaß. Ja, bitteschön. Und hier. Waren meine, nicht deine. Alles Gute. Dann kommen wir mal zu den Sony WH-1000M... Nein. XM3. Wie? WH-1000 XM3. Okay. Welche würdest du nehmen? Die Sony, weil die habe ich gekauft.